So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, nach längerer Zeit. Ich wasche heute mit Weiße Riese Colorpulver. Da könnt ihr das sehen. Das riecht sehr, sehr, oh, süß. Also riecht sehr, sehr gut. Und ich wasche die Arbeitsklamotten von Mann. Da alles Ölflecken. Seht ihr das? Genau. Das tue ich jetzt in die Maschine. Hier ist auch sehr, sehr dreckig. Also alles mit Öl. Deswegen wasche ich jetzt auch mit. Deswegen wasche ich jetzt auch mit Waschpulver, weil man sagt, da gibt es ja so eine Regel: alles, was mit 60 Grad gewaschen wird, sollte man lieber mit Waschpulver waschen, da Waschgel nicht so viel bringt. Ich habe jetzt leider mein. Oh, da ist hier ein bisschen kurz. Moment. Ja, ich nehme jetzt einfach das, weil ich habe meinen Messbecher irgendwo. Nehme ich jetzt. Keine Ahnung, ich muss jetzt schauen. Ja, so. Passt. So. So. Da seht ihr das? Ich glaube, ich fülle das mit Wasser lieber nach. Ja, das lasse ich jetzt offen. Das mache ich zu. Und ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, das tue ich auch noch mit rein. Das Video ist jetzt auch kein Tutorial oder so, weil ich habe ja, ich mache jetzt ein bisschen mehr, auch weil es so starke Flecken hat. Und weil ich es neu gekauft habe, will ich es unbedingt probieren. Und zwar habe ich diese Spee Power Caps beim Kaufland gekauft. Und schaut mal, wie die aussehen. Die sind neu. Die sehen ja voll süß aus und die riechen. Wartet, ich muss die erstmal aufmachen. Seht ihr die? So süß. Ich tue eins rein. So. Tue ich jetzt eins. So, mit rein. Dann mache ich zu. Und ich nehme nur ganz wenig, hole ich mir Wasser. Start. Und ich tue jetzt Wasser nachfüllen. Ich habe Angst, irgendwas stimmt da nicht. Ich helfe jetzt lieber ein bisschen nach, bevor das wieder irgendwas verstopft. Soll auch jetzt ruhig schäumen. Ja, das sind sehr, sehr viele Ölflecken. Aber wir waschen jetzt eh auf 60 Grad, deswegen passt das ja. Und jo. Genau, also das sind die da, die könnt ihr beim Kaufland holen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die noch zu kaufen gibt, aber ja. Süß. Ne? Und ich habe noch was, aber ich weiß nicht, wo das ist. Moment, ich hole es kurz.
Und zwar das hier. Moment, ich muss kurz stoppen, weil es ist zu viel Wasser. Oha, jetzt ist echt viel Schaum, aber gut, das wollte ich jetzt auch. Ja, also ich wasche jetzt mit 60 Grad. 2 Stunden, 30 Minuten. Jo. Genau, und zwar guckt euch das mal an. Das ist ja voll süß, oder? Probierangebot. Frischer Morgen, Vanille. Da gibt es auch von Wild Rose auch. Das war nämlich beim DM, glaube ich. Und damit ihr den Vergleich auch erkennt, also den Unterschied erkennt, das ist die normale Flasche und das ist die Probeflasche. Voll süß, oder? Voll klein. Ja. Könnt ihr beim DM holen. So, ich tue von Softlan wie immer weil weich und mild. Weichspüler. Ich jetzt mal die Flasche auf. So. Und ich mische ein bisschen mit diesem Probierangebot. Vanille frischer Morgen. Blau. Blaue Farbe. So, das reicht. Dann mache ich mir zu. Ich habe da jetzt auch nur die Arbeitsklamotten drin, deswegen schäumt es jetzt auch mehr und da ist auch mehr Wasser drin und wie gesagt, habe jetzt auch ein bisschen mehr Waschpulver genommen wegen den Flecken und den Speedcap habe ich einfach so reingemacht, weil die riechen frei voll gut, also ihr müsst mal dran schnuppern. Ich habe mal ein Video gemacht mit Speedcaps. Da habe ich, glaube ich, eine Tasche gewaschen gehabt, meine Kliniktasche damals. Und ihr glaubt mir nicht, wie gut meine Tasche dann gerochen hat. Dieses B, also echt top, kann ich nur empfehlen. Und ist ganz günstig sogar. Ja, also, Meister Riese Color. Mal schauen, ob du die Flecken wegkriegst. Aber natürlich kriegst du es weg. Da ist mein Universalgel. Ist ja endlich fast mal zu Ende. Endlich mal leer, fast. Naja. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Peace!